Leute so in die Medien so reinkommen und so, und dann ich, also auch ungefragt, sage ich dann manchmal, und bitte das Kind, auch das Kind, einfach raushalten. Auch nicht das kleine Kaschmirfüßchen und die süße kleine Mützchen, und auch wenn der irgendwann mal Bobbycar fahren kann, einfach nicht filmen, nicht auf Instagram. Ja. Spart es euch einfach. Tatsächlich finde ich auch die Vorstellung, dass man einen Partner, egal ob du jetzt deine Frau oder ich meinen Mann, auf dem roten Teppich, und der steht dann so daneben und man führt dann so ein Interview und der steht dann so und hört einem dann so zu, weil du willst ja auf keinen Fall, dass der daneben steht und nur zuhört, du willst aber noch weniger, dass er dann auch noch was sagt irgendwie. Das, also, vor allem das. Don't tell them, sag denen nicht, wie ich wirklich bin. Lass die Illusion leben. Oh Gott, und dann hat er dann vielleicht noch so die Tasche, die man, weißt du, dann, damit man posieren kann, trägt er einem dann noch so das Täschchen oder so. Also ich finde das alles so grauenvoll. Wirklich, das ist... Aber Barbara, darf ich da anknüpfen? Ich sag immer, die Welt kriegt mein Best-of und meine Frau kriegt mein Worst-of. Ne? Was kann man so über dich erfahren, was man sonst nicht weiß? Ich weiß, normalerweise stellst du die Fragen, aber ich finde das Gespräch gerade so spannend. Hast du so Macken zu Hause? Also lässt du irgendwie die Pantoffeln immer vor der Tür liegen oder putzt du die Zähne mit seiner Bürste? Oder ja, ich benutze sein Handtuch. Ah, sein Handtuch. Mhm, und das mag, und ab und zu sagt er dann, kann man nicht mal sein eigenes Handtuch haben in diesem Haus? Und dann sage ich, ich habe nichts Schlimmes damit gemacht. Und dann sagt er, es ist schwarz und braun. Und dann sage ich, ja, es ist Wimperntusche. Ja, trotzdem, ich hätte einfach gerne mein Handtuch. Es ist so wie bei Loriot, ich möchte einfach nur hier sitzen. Geh doch mal spazieren. Ich möchte nur hier sitzen. Und erst so ist es eben sitzen, mit dem Handtuch. Dann willst du reden. Was willst du denn? Also ich deswegen, also dieses Handtuch ist schon so eine, aber das, daran sieht man schon, dass es sonst eigentlich echt recht gut läuft eigentlich. Sehr gut. Wenn es nur das Handtuch ist, geil. Ja. Ich kann auch schreien. Ich habe auch schon mal eine Pfanne geworfen. Du hast eine Pfanne geworfen? Ja. Also Pfanne, das kann schon was brechen. Also, nee, es so war auch eine schwere. Das hat eine Ecke aus dem Parkett rausgeschlagen. Oh. Aber auch das ein Zeichen unseres Lebens, weißt du? Sehr gut. Lieber was kaputt machen, als einen Menschen kaputt machen. Ja, finde ich auch. War nur Holz. Du hättest deine Frau vielleicht nicht gefunden, wenn du nicht vorher wirklich dich zurückgezogen hättest. Du warst 5 oder 6 Jahre im Kloster. Ist es ein gutes Gefühl, wenn man sich nie über Erfolg oder Geld oder Karriere Gedanken machen muss in dieser Zeit? Musstest du das sicher nicht, oder? Total, ja, total. Ich hatte ja vor der Klosterzeit zum einen ein bisschen das Showbusiness so ein bisschen satt, ne? Und zum anderen die Leidenschaft für Musik fast verloren. Also weil Musik war sehr mit einem Zweck verbunden und diese reine Freude, dieses Zwecksfreie an Musik hatte ich nicht mehr. Und das ist ganz schlimm. Wenn das passiert, dann entwickelt man so eine, es ist wie so eine saure Milch, weißt du? Du trinkst sie einfach nicht gern. Und die Klosterzeit, das war lustig. Ich habe gesagt, nein, ich will keine Musik mehr. Ich will keine Medien mehr. Ich will einfach nur Gott und nur mich selbst finden und den Sinn des Lebens vertiefen und so. Und dann haben so nach 3 Monaten die älteren Mönche so gesagt, wie wäre es, wenn du wenigstens 1 Stunde die Woche Musik machst? Und ich so, echt jetzt? Ja. Schnapp dir die Gitarre da und geh mal in den Keller, wo dich keiner hört und mach doch mal wenigstens 1 Stunde in der Woche Musik. Und das war ein Geschenk, Barbara, weil ich habe in dem Moment einfach Songs für mich, für Gott, was auch immer, einfach so gemacht, ohne einen Zweck. Eine Single oder Radio. Ja, und oder du hattest irgendwas. Noch nicht mal einen Zuhörer am Anfang. Auch toll, niemand. Dass da eben nicht dann die 8 anderen Mönche sitzen und so mitgehen im Rhythmus, sondern dass du einfach nur für dich gemacht hast. Genau. Und da wurde, sag ich mal, die Wiedergeburt des Musikers ist da im Kloster passiert. Mhm. Und das war auch der Grund, warum die mich gegen Schluss auch rausgeschmissen haben. Weil sie der Meinung waren, dass ich nicht zu diesem Leben im Kloster... Aber das ist ja wahnsinnig liebevoll. Also das klingt, oder? Ja, wahnsinnig liebevoll, dass die dich auf so einen Weg schicken und die wissen ja jetzt, dass es ja alles geklappt hat. Die haben es ja richtig vorausgesehen. Ja. Die haben natürlich auch einen direkten Draht nach oben. Die haben das natürlich auch... Die haben genau. Die eine oder die andere Novane oder wie? Novene genau. Für dich vielleicht gebetet. Und Gott sei Dank haben sie keine Anteile an die GEMA. Oh, nee, das wäre, aber ich meine, das Gute ist ja, das Geld ist ja für die gar nicht wichtig. Wie sucht man sich so ein Kloster aus? Ist das wie, wenn man ein Kind aufs Internat schickt und sagt, wir gucken uns jetzt mal 6 Internate an, mal gucken, welches das Beste ist? Stellt man sich da vor? Muss man da sagen, hallo, ich bin's, Bruder Paddy, und ich möchte jetzt einer von euch werden? Muss man sich bewerben? Schreibt man einen Lebenslauf auf? Wie macht man das? Die lassen ja auch nicht jeden rein.
Also ich habe das so gemacht, dass ich einfach in verschiedene Klöster so Schnupperkurse gemacht habe, so Wochenende oder so eine ganze Woche oder so. Und dann, also ich war in Indien, ich war da bei Mutter Teresa, die hat ja auch einen männlichen Orden und die habe ich mir angeschaut. Das war mir zu tough. Also die holen wirklich die Behinderten, also die holen die behinderten Kinder von der Straße. Die härtesten Fälle werden da gepflegt von diesen wirklich impressive Typen, die sich alle Brüder und Priester nennen und das, ich habe gesagt, sorry, da bin ich, da ist meine Psyche viel zu schwach, das schaffe ich nicht. Dann war ich in ein Kloster in Frankreich, wo diese gregorianischen Gesänge herkommen, die ich so gerne höre. Das heißt Notre Dame de Fongombeau. Fongombeau ist so ein ganz kleiner Ort und da ist ein Kloster aus dem 11. Jahrhundert, wunderschön. Boah, klingt kalt. Die singen, ja, es ist sehr kalt. Die singen 6 Stunden am Tag diese gregorianischen Gesänge und aber das Essen ist so gut. Allein für das Essen wäre ich da eingetreten. Wirklich, die waren alles genau. So self-made. Dürfte ich noch mal kurz die Kantine sehen? Ja, genau. Großartiges Essen. Aber überhaupt nicht weltoffen. Komplett closed, ja. Und das war für mich dann auch ein Problem. Und irgendwann war ich in London. Da gibt's die Franciscan Friars und die arbeiten auch nur in den Ghettos. Also die arbeiten mit den härtesten Kids, die man finden kann. Und die schlafen auf dem Boden und da habe ich gesagt, sorry, das schaffe ich nicht und die essen nur so die Reste vom Supermarkt, die ausgelaufenen Joghurts und ja, Würste und da dachte ich auch so, oh, ich habe einen ziemlich sensiblen Magen, ich glaube, das schaffe ich hier auch nicht und irgendwann war ich dann in Frankreich in der Burgund und da gab es ein Kloster, was sowohl kontemplativ, also sehr still und sehr so ein Schweigekloster, aber trotzdem weltoffen. Und der Durchschnittsalter war 31, also viele junge Burschen. Das klingt ehrlich, wo ist das genau? Das würde mich auch interessieren. Barbara, bleib bei deinem Handtuch. Naja, das und auch Typen, die wirklich, also da waren Ingenieure dabei, einer war sogar Millionär, der hatte so eine IT-Firma aufgebaut und war Millionär, hatte seinen eigenen Hubschrauber und Chauffeur und hat dann irgendwann so eine sehr, sehr starke Gotteserfahrung erlebt und hat alles gespendet und ist Mönch geworden. Nein. Also waren Typen Wahnsinn. Dabei, wo, also ich dachte, ich wäre der einzige so Franz von Assisi, der alles verlässt, um hier, weißt du, so, so heilig zu werden. Da dachte ich, okay, da gibt es ein paar andere. Und ein Typ, der war, ja, der muss 60 gewesen sein, der erzählte so beim Mittagessen so, ich habe gehört, dass du so ein kleiner Popstar bist. Und ich so, wer das erzählt? Du bist ja nicht der Einzige. Ich war auch in den 60ern mit den Rolling Stones in TV-Shows. Und